Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoreihe von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Christoph und ich bin dein Coach für dieses Arbeitsblatt, das Allgemeine Dreieck. Du findest dieses Arbeitsblatt unter der unten angegebenen Website der Universität Wien, wo du es auch kostenlos herunterladen kannst. Ich bitte dich nun, dass du dieses Arbeitsblatt ausdruckst und auch immer griffbereit hältst. Denn nur so können wir auch gut gemeinsam miteinander arbeiten. Vergiss nicht, du kannst dieses Video auch jederzeit pausieren, stoppen, anhalten und auch jederzeit anschauen. Es ist rund um die Uhr unter der unten angegebenen Website zur Verfügung. Wie dir der Titel dieses Arbeitsblattes schon verrät, behandeln wir heute gemeinsam das Thema das allgemeine Dreieck. Unter einem allgemeinen Dreieck kann man sich eigentlich vieles vorstellen. Ein allgemeines Dreieck ist eigentlich ein Teil der sogenannten Elementargeometrie. In der Elementargeometrie werden viele mathematische Objekte in der Ebene untersucht. Darunter fallen unter anderem Dreiecke, Vierecke, aber auch Kreise, Ellipsen, Hyperbeln und so weiter. Ein allgemeines Dreieck ist damit ein Teil der Elementargeometrie. Dort wird es unter anderem auch auf ihre Eigenschaften untersucht, bezüglich auch der Winkel, der Seitenlänge, Kongruenzen, Ähnlichkeiten und so weiter. Heute wollen wir aber die Perspektive ein wenig ändern. Schauen wir uns zunächst an, wie überhaupt ein allgemeines Dreieck ausschaut. Ein allgemeines Dreieck ist grundsätzlich ein Dreieck mit drei beliebigen Punkten A, B und C, drei Seiten, die eine gewisse Länge haben und drei Winkeln Alpha, Beta und Gamma. Es gibt also keine spezifischen Eigenschaften, die dieses Dreieck erfüllen muss. Im Gegensatz zum rechtwinkligen Dreieck, das in einem Winkel oder in einem Eckpunkt einen rechten Winkel besitzt. Ein allgemeines Dreieck hat im Grunde genommen im Vorhinein keine grundlegenden Eigenschaften. Wir wollen nun die Perspektive ändern und weg von der Elementargeometrie gehen und uns mit Hilfe der Trigonometrie Berechnungen in diesem allgemeinen Dreieck auch anschauen. Wir wollen also gewisse Seitenlängen und gewisse Winkel aus gegebenen Bestimmungsstücken berechnen, mit Hilfe von trigonometrischen Grundfunktionen. Diese Grundfunktionen, die kennen wir vielleicht auch schon. Das ist die Sinus-, die Cosinus- und die Tangensfunktion. Im rechtwinkligen Dreieck kannst du dich vielleicht noch erinnern, dass wir mit Hilfe von Sinus, Cosinus und Tangens gewisse Winkel und gewisse Seitenlängen bestimmt haben. Dazu haben wir vor allem auch die Seiten als An- bzw. Gegenkathete und auch als Hypotenuse bezeichnet. Und mit Hilfe dieser Bezeichnungen, mit Hilfe dieser Funktionen Sinus, Cosinus, Tangens Funktion, haben wir dann unbekannte Bestimmungsstücke aus gegebenen Bestimmungsstücken berechnet. Und unser Ziel ist es nun, mit Hilfe der Kenntnisse vom rechtwinkligen Dreieck bestimmte Berechnungen auch im allgemeinen Dreieck durchzuführen. Es sollte uns aber bewusst sein, wenn wir jetzt das rechtwinklige Dreieck weiterentwickeln zum allgemeinen Dreieck, dass wir damit auch unsere Formeln und Sätze, die wir bereits im rechtwinkligen Dreieck kennengelernt haben, auch adaptieren und erweitern müssen. Denn ein allgemeines Dreieck ist grundsätzlich im allgemeinen Fall kein rechtwinkliges Dreieck und daher gelten diese Eigenschaften von Sinus, Cosinus und Tangens nicht 1 zu 1, sondern wir müssen sie adaptieren bzw. auch erweitern. Du stellst dir natürlich jetzt nun auch die Frage, wie das Ganze funktioniert. Ich habe dir auch ein kleines Anwendungsbeispiel mitgebracht. Stell dir vor, du möchtest ein Grundstück abmessen bzw. auch ein Holzelement abmessen, mit dem du zum Beispiel eine Laterne basteln möchtest. Dieses
Element muss jetzt nicht unbedingt rechtwinklig sein, aber du möchtest es trotzdem in einer Dreiecksform ausschneiden und abmessen. Und im allgemeinen Fall sind Dreiecke nicht rechtwinklig, sondern sie sind allgemeine Dreiecke, die keine genauen oder konkreten Eigenschaften aufweisen. Und genau in diesem Fall müssen wir jetzt eben auch Berechnungen an Winkeln und an Seiten durchführen, aber wir können jetzt diese Formeln und Sätze aus dem rechtwinkligen Dreieck nicht verwenden. Wir müssen sie also für unser Holzelement oder für unser Grundstück, unser allgemeines Grundstück, erweitern bzw. auch anpassen an die jeweilige Situation. Und unser Ziel ist es daher, gemeinsam in dieser Videoreihe derartige Aufgaben zu lösen und uns mit folgenden Fragen auch auseinanderzusetzen. Wie kann ich den Flächeninhalt eigentlich eines allgemeinen Dreiecks bestimmen? Von einem rechtwinkligen Dreieck, das kennen wir bereits. Aber ein allgemeines Dreieck hat eine andere Flächenformel, die müssen wir uns noch genauer anschauen und gemeinsam erarbeiten. Dann, welche Hilfssätze gibt es für die Berechnungen? Wie ich schon vorher gesagt habe, gelten jetzt die ursprünglichen Formeln und Sätze vom rechtwinkligen Dreieck nicht 1:1. Welche Hilfssätze können wir demnach auch hier formulieren? Und wie können wir diese Hilfssätze auch in einem konkreten Beispiel auch anwenden, damit wir Winkel und auch Seitenlängen bestimmen können? Und schlussendlich ist es auch oft sehr cool, wenn man auch ein Kochrezept hat, ein Kochrezept zur Verfügung hat, an dem man sich orientieren kann. Wenn man zum Beispiel einen Fall vorliegen hat, wo jetzt ein stumpfer Winkel enthalten ist oder wo nur ein spitze oder wo alle drei Winkel spitze Winkel sind. Was macht man in dem einen, was macht man in dem anderen Fall? Wie kann man Seitenlängen bestimmen, wenn man in einem Fall zwei Winkel gegeben hat, im anderen Fall nur einen Winkel gegeben hat? Das sind unterschiedliche Fälle. Und für diese unterschiedlichen Fälle ist es natürlich immer lässig, wenn man ein Kochrezept zur Verfügung hat. Aber dieses Kochrezept, das müssen wir uns erst gemeinsam in dieser Videoreihe erarbeiten. Welche Ziele haben wir also gemeinsam? Wir wollen in diesem Video oder in dieser Videoreihe eben die konkreten Fragen beantworten und stoßen dabei vor allem auf folgende Begriffe, die wir in den nächsten Videos dann gemeinsam uns näher anschauen. Wie können wir den Flächeninhalt bestimmen? Dazu trifft wahrscheinlich uns die trigonometrische Flächenformel einmal zu. Was ist diese Flächenformel? Wie können wir diese anwenden? Warum gilt sie in jedem allgemeinen Dreieck? Welche Sätze gelten? Auf der einen Seite ist hier die Formulierung eines Sinussatzes da. Wie können wir diesen anwenden? Warum gilt dieser Sinussatz? Gilt er auch für stumpfe und nicht nur für spitze Winkel? Und zum Schluss auch der zweite Satz, der Kosinussatz. Dieser Kosinussatz, den kennen wir auch in dieser Form noch nicht. Warum gilt der? Wie können wir hier bestimmte Seiten, bestimmte Winkel auch berechnen? Und die große Frage natürlich auch, wie können wir Sinus und Kosinussatz miteinander verbinden, damit wir jetzt auch Winkel und Seiten in einem allgemeinen Dreieck bestimmen können? Diese Fragen versuchen wir auch in dieser Videoreihe gemeinsam zu erarbeiten. Und auch mein und dein Ziel ist es auch, selbstständig auch Beispiele auch schon zu üben und auch selbstständig Beispiele lösen zu können. Das alles erwartet dich in diesem Video bzw. in dieser Videoreihe zum Thema allgemeines Dreieck. Ich freue mich auf das gemeinsame Arbeiten mit dir und wünsche dir jetzt schon viel Erfolg.